Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Heute möchten wir wegen mit McCandison weitermachen. Da habe ich leider noch keine Zeit gefunden, dass ich mich da mal ein wenig einlese. Hier habe ich jetzt noch diesen Pflasterstein ausgebaut. Hier habe ich mir jetzt noch einen Weg reingebaut. Dann habe ich jetzt hier noch mir eine Pumpe hingebaut mit Lever. Da habe ich dann sogar noch Zugriff drauf. Und hier ist mein Tank. Und unten drunter ist dann noch ein Endertank mit Wasser, dass ich auch mal noch dieses Teil hier ein bisschen laufen lassen kann. Man sieht, was man das dann. Oh, Chaos ist hin. Cool. Oh, sehr schön. Und meine Hühnchen sind auch so weit, weil ich habe nämlich noch ein paar Hühnchen gefunden. Die sind auch gerade dabei, ein bisschen hoch zu leveln. 3, 3, 2. Du rein, 2 Stück. Du rein, 2 Stück. Ich brauche eins, zwei, drei. Ich nehme jetzt mal 5 Stück mit. Schmeiß ich rein, dann kommst du rein, dann kommst du rein. Schauen wir mal, ob das reicht. Jawohl. Und wir haben 2 Hühnchen. Dann legen wir es hier hin. Das ist auch da. Und dann, genau. Also, sonst hat sich da nichts verändert. Aber ich habe hier schon mal angefangen. Und einen kleinen Raum noch hinzugefügt. Da ist auch nichts Großartiges dabei. Da ist einfach nur ein Stromkabel hinten dran. Und dasselbe hier auch. Das heißt, wir können jetzt dann hier anfangen, unser ganzes Zeug reinzubauen. Ich habe jetzt hier einfach nur mal 3 Metallic Infuser gebaut. Insgesamt 4 haben. Und dasselbe mit dem Enrichment Chamber habe ich auch 4 Stück gebaut. Ich habe aber hier schon mal reingeschmissen. Auf hier. Kohle. Hier. Redstone. Hier Diamanten und hier Obsidian Dust. Genau. Einfach mal durchgeblättelt, dass wir mal da ein bisschen schon mal was haben. So, dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt mit dir dahin und da kommt da jetzt das der Carbon rein. Da kommt da das Redstone rein. Da kommt da der Diamant rein und der da. Und ich glaube, jetzt muss ich jetzt nämlich da reinschmeißen, genau. Und da kommt jetzt einfach dieses Obsidian Dust mal rein. Jetzt haben wir einen Refined Obsidian Dust. Das schauen wir dann hier in den Klemper rein. Und wir haben Compressed Obsidian. Und das kommt jetzt dann da oben rein. Und schon haben wir eine Quest abgeschlossen. Gibi! Lass das gleich laufen. Das Zeug. Aber das können wir dann gleich ein bisschen noch alles verbessern. Okay. Also wir gehen erstmal hin zum Mechanismen. Denn es gibt ja vom Mechanismen gibt ja 4 Stufen. Das ist ja einfach die normale. Die kennt ihr jetzt ganz klar. Dann haben wir hier einmal Enrichment
Alloy, dann haben wir einmal Reinforced Alloy, dann haben wir Atomic Alloy. Das sind jetzt eigentlich hier diese vier Stufen. Dasselbe haben wir auch mit den ganzen Circuits. So, ich habe jetzt mal vom Mechanism bei mir eigentlich die ganzen Texturen rausgeschmissen. Ich hoffe, dass man jetzt viel mehr sieht, aber ich sehe zum Beispiel hier immer noch keine Grafiken. Hier ist auch nichts drin. Ich muss nicht alles verstehen, ist aber leider so. Wer da einen Tipp hat, ja, kannst du mir ja gerne mal schreiben. Kann auch sein, dass ich Mechanismen noch upgraden muss. Man wird alles sehen, wie was wann wo funktioniert. Gut, ich gleich. Okay, also dann, um ein Rift in Leute zu kriegen, ne, brauche ich dafür Eis. Das heißt, ich gehe jetzt mal rüber und hole mir mal ein Stack Eisen. Und dann schmeiße ich das da gleich mal da rein. Ja, das Schöne ist jetzt halt, ne, ich habe jetzt hier 64 Stück reingeschmissen. Ich habe jetzt 50 Stück noch drin. Na, da habe ich auch 960. Also es ist Gott sei Dank ja Verhältnis 8:1, glaube ich. Na, also wenn ich ein Obsidian das da reingeschmissen hätte, hätte ich 1 bekommen. Oh, ich schmeiß mal hier 1 rein. Na, 480, zack. 120. Perfekt. So, jetzt haben wir hier schon mal von hier. So, dann tue ich jetzt immer zwei raus und ich lasse jetzt mal die hier da durchlaufen. Weil ich werde nämlich jetzt erst immer die Orbs brauchen. So, okay, das habe ich schon mal in Reinforced Alloy. Das ist jetzt auch und dann kommt es da rein. Und mit dem da, das Schöne, ich gehe jetzt hier hin, ich gehe mal hier oben hin und klack, jetzt habe ich hier meine Energieleitung auf die nächste Stufe upgraded. Das ist das Schöne an dem Material, ich brauche jetzt nicht immer alles abreißen und wieder neu aufbauen, sondern nein. Ich brauche jetzt einfach hier nur draufklicken und der macht mir daraus dann das bessere Material. Zack. Zack. Und natürlich was mit Diamant geht oder beziehungsweise Stufe 3 geht, geht jetzt auch hier mit Stufe 4. Und ab jetzt wird beziehungsweise das Zahn, die Räder da draußen nicht mitkommen. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt schon mal Update Nummer 1 gemacht. Jetzt brauche ich aber für die Circuits, ne, da machen wir jetzt Osmium. Das befindet sich hier. Da nehme ich jetzt mir auch mal ein Stack mit. Okay, wir machen jetzt hier nämlich noch die 6 Stück, dann lasse ich die nämlich noch weglaufen. So, da gehe ich mir jetzt dann davon aus, dass ich jetzt da mal schnell 8 Stück reinschmeiß. Dann kann da nämlich der nächste, das nächste schöne passieren. Und zwar, wir machen jetzt hier die Circuit durch. Und zwar immer 2. Hier das alles machen. Klack. Ja, hier schon mal. Das Schöne ist jetzt, wenn ich jetzt hier wieder drauf klack, ne, solange jetzt das verschwindet, werden jetzt da auch die nächsten dran gemacht. Und wenn man jetzt runter geht, habe ja hier mal nach unten.
Titan. Ja, sieht man, dass sich das hier auch ausbreitet. Ne? Also das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, klack, klack. Ist der soweit fertig. Jetzt nochmal klack. Jetzt ist der da unten auch. Ja, und wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe und sage, ich mache klack. Nochmal. Ja, dann sieht man, dass der sich jetzt ausbreitet in die jeweiligen Richtungen. Wie gesagt, und man kann es auch natürlich craften. Dasselbe. Okay, jetzt haben wir hier nochmal 5. Das reicht mir jetzt aber auch. Ich habe jetzt hier 8. Ich möchte 2 behalten. Und halt. Nein, das glaube ich nicht so einfach. Genau. So, jetzt kann ich nämlich hier wieder Eisen reinschmeißen. Und dann kommt der da hier weg. Der da hier auch weg. Dann einmal ab nach hinten. Hier rein. Habe ich hier noch 2 Worktables. Die hole ich mir. Dahin, dahin. Und ich kann hier auch ein bisschen was craften. So, das heißt, du. Hier. Gleich 2. Habe ich jetzt mal 2 Advanced Circuit. Control Circuit. Spitze. So. Mal schnell schauen. Klack. So. Selbe nochmal hier. Klack. Klack. Ich habe nochmal 2 Circuits. Wunderbar. So, wir schmeißen ihn mal hier rein. Jetzt wird man hier fast taub. Aber es hat Maus. Nö. Ihr versteht mich jetzt vielleicht nicht mehr, aber. Aber das hat Maus, oder? Doch, ja. So, dann kommst du da rein. Dahin. Dahin. Dann habe ich schon mal einen. Und dann gucken wir mal, ob wir da questmäßig Advanced Mechanismen. So, den haben wir jetzt auch fertig. Das haben wir. Purification Chamber. Da kommt noch einiges, was wir jetzt machen. Jetzt kümmern wir uns erstmal dann um das da und um das da und um das da. Aber die Prozessoren sind leider nicht dabei. Ja, ist schade, aber da fällt uns auch kein Takt aus der Tour. Okay, und zwar, wir möchten ja die Tierstufen haben, und zwar den Basic Tier Installer. Dafür brauche ich 4 von jeder Sorte. Also, diese 4 haben wir. Ja. Diese 4 haben wir. Das heißt, die da gehen schon mal in die nächste Stufe. Und diese 4 gehen ja auch in die nächste Stufe. Dann brauchen wir. Ich nehme gleich mal 16 Stück mit. Nein, nicht wieder rüber rennen, Drag. Erst gucken. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Und ich brauche Holz. Okay. Das ist schon mal kein Problem. Dann braucht Eisen, Osmium, Gold und Dia. Ich brauche Eisen. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Auch Osmium. Ich hoffe, dass ich jetzt genau die richtige Zahl habe. Dann brauche ich 8 Gold. Und ich brauche 8 Diamanten. Das haben wir. Gut, dann brauche ich hier mal Holz. Aber ich habe mal dieses reguläre Erkenntnissen mal so gemacht, dass ich das so bauen muss. Auch nicht schlecht. So, dann brauchen wir davon 2. Dann brauchen wir davon 2. Und dann brauchen wir das da. So, und jetzt brauchen wir den erstmal raus. Und wir drücken drauf. Klack. Und wir haben jetzt draus gemacht. Aus dem normalen Infuser. Ein Basic Infusion Factory. So, Need in J. Wir stellen mal um auf RF. 20 RF pro Tick. Okay. Autosortieren. Ja, bitte. Ah, und jetzt sehen wir, dass jetzt dann gleich nicht nur da weiterläuft, sondern jetzt laufen hier 3. Natürlich auch so, dass jetzt die Maschine dreimal so viel Strom braucht. Aber momentan ist es noch kein Problem. So. Was brauche ich? Den Circuit? Genau, da brauche ich nur Osmium. Aber das der Eisen lassen wir noch durchlaufen. Das kriegen wir. So, und wenn jetzt der gleich durch ist und der ist beim letzten, schmeißen wir schon mal rein. Dann kann der nämlich schon mal anfangen. So, zack, dann hat er das aufgeteilt und zack, und dann haben wir das aufgeteilt. Perfekt. So, ich brauche aber noch einen. Ja. So, weil jetzt haben wir davon 3, dann machen wir jetzt nämlich klack und klack und klack. Ja, den machen wir auch hier auf Autosort an, hier auf Autosort an und hier natürlich auch. Perfekt. So, dann haben wir jetzt als nächstes gesagt, wir brauchen jetzt hier Osmium. Dann brauchen wir hier da wieder. Dann brauchen wir. Oh, zu wenig Holz mitgenommen. Klar, ich brauche ja 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Jetzt müsste es reichen. Und dann gehen wir hin. Da das Holz. Und jetzt brauchen wir. Nee. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen dich. In der Ecke. In die Ecke muss das da rein. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Ah, genau. Da. Den Circuit baut man mit denen und denen. Dann hast du 1. Davon braucht man auch 8. Und schon sind meine ganzen Orbs weg. Aber die werden jetzt ja besser. Also, das heißt jetzt klack. Die nächste Maschine klack. Die nächste Maschine, klack, die nächste Maschine und klack. Die nächste Maschine. Na, das ganze Spiel müssen wir auch gleich nochmal hinter uns machen. Aber ich brauche nochmal ein Stack Eisen. Und ich habe Gott sei Dank ja noch ein wenig was aus meinen Lootbags. Schon alles da, und zwar ich habe jetzt 8 Speed Upgrades. Ich werde das bestimmt jetzt gleich bereuen. Kann man hier jetzt reingehen, hat man hier seine Upgrades. Und jetzt schreibt er hier rein: Man kann Energie reinschmeißen, man kann einen Muffler reinschmeißen,
man kann Speed reinschmeißen. So, ein Speed-Upgrade haben wir. Reicht mir aber leider noch nicht. Ich werde jetzt gleich noch eine Maschine brauchen. Fällt mir gerade so ein. Die werden wir dann auch gleich bauen. Aber ich kann auf jeden Fall mal zwei wenigstens reinhauen. So, zack. Und jetzt habe ich das Speed drin. Hab aber halt das Problem, dass ich jetzt zwei von acht. Ja, aber ich habe halt auch einen höheren Stromverbrauch. Das ist halt der Nachteil. Darum tut man die eigentlich immer mit dem Energy Upgrade gleichzeitig rein. Dass das nicht aus dem Ufer läuft. Oh, das läuft jetzt etwas schneller. Aber wir brauchen ja diese schönen Orbs hier, um die nächsten Shuttles zu machen. Denn ich brauche ja in den nächsten jetzt das da. Ja, ich kann den aber soweit, glaube ich, oder? Nein. Hier? Nein. Was ist jetzt denn? Was habe ich denn? Achso. Der da ist falsch. Ich. Ja klar, weil ich den natürlich gleich hochgezüchtet habe. Also, das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. 1, 2, 3, 4. Du da raus. Und schon kommst du da auch raus. Ich brauche jetzt den nächsten. Genau. Aber dann muss ich jetzt mal erstmal hier laufen lassen. Ja, dann mache ich das jetzt auch gleich so, dass ich jetzt hier auch zwei Upgrades reinhau. Und hier auch zwei Upgrades reinhau. Mal da mal schneller vorankommen. Zack. So. Davon brauche ich hier vier und davon brauche ich hier auch. Hier haben wir jetzt davon welche. Haben wir das. Na komm, da ist das Gold hin. Sehr schön. Können wir schon mal rauslassen. Ich mache zuerst ich, dann ich. Dann haben wir hier auf jeden Fall die da. Dann brauche ich. Nee, dann brauche ich erst wieder dich. Ich brauche, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche jetzt noch zwei, das heißt, ich brauche davon vier. Hier hin, da kommst du hier hin, da haben wir davon vier. Da kommst du hier hin. Und davon brauche ich jetzt dann, habe ich gesagt, vier, das heißt, ich brauche dann acht. Einmal rein. Darum auch gleich den, weil sonst sind da schon mal sieben fertig. Und ich finde das bis jetzt immer noch faszinierend. Der schafft es. Oben meine Wasserräder schaffen das Spielen. So, und wir haben die letzten zwei. Klack und klack. Perfekt. So, dann haben wir als letztes jetzt die Diamanten. Dann heißt es jetzt für uns, wir haben jetzt die da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon brauche ich 6 Stück. Und dann kommst du dahin. Dann darfst du hier laufen und ich darf mir noch mal Eisen holen. Ich lege mich mal kurz hin.
Ich brauche noch mal einen kompletten Stack Eisen. Dann kommst du hier rein. Dann haben wir das. Hier hin. Wir haben das. Wir sind jetzt bei den. Ich glaube, Ultimate geht noch gar nicht, oder? Ich mach mal einen. Was ist das hier? Davon brauche ich davon hier. Ja. Stell mich wieder an. Laufen. Davon auch noch 7, 1, 8. Durch. So, ein Ultimate hier. Und nein, Ultimate hier geht hier nicht. Also habe ich das noch richtig im Kopf gehabt. Sozusagen, ich bin schon bei der höchsten Stufe. So, gehen wir mal auf Ultimate. Ein Ultimate Bin wäre das, ein Ultimate Induction Cell. Okay, da brauche ich das. Oder ein Ultimate Fluid Tank. Ich weiß gar nicht, ob man den dann so hochjagen kann. Okay. Und dann hätte ich gesagt, wir ziehen das ganze Zeug hier raus, weil ich muss ja nicht Sachen machen, die total für den Hintern sind. Und dann gehe ich mal mit dem Reinforced und klicke dann ein paar Mal. So, und jetzt ist Feierabend. Das ist schön. Dann schmeiß ich jetzt hier mal wieder rein. Und die schmeiß ich hier rein. Hier laufen wir jetzt mal weiter. Ich muss halt noch dran denken, dass ich die jetzt dann halt auch noch alle hoch power. Ja. Das war total intelligent. Hier rein. Denn wir machen dasselbe jetzt auch hier. Wir klicken uns hier durch. Und wir klicken uns hier durch. Hörst du mal langsam auf, danke. So, also jetzt haben wir sozusagen unser gesamtes Stromnetz, was wir haben, auf die höchstmöglichste Stufe gemacht. Und ich habe gesagt, man kriegt die, ne, also das ist ja, muss mal die Kiste, also ich habe jetzt dann hier Stromkabel ist 2er, dann gehst du mal ganz runter bitte. Dann hab, beziehungsweise dich packe ich hier hin. Was brauche ich für ein Iron Upgrade? Ein Wood to Iron. 8 Stück und ein Holz. Noch gehabt.
Habe ich hier ein Wood Upgrade? So, Iron. Zack. Perfekt. Beziehungsweise, nein, lasset mich. Mache ich gleich auf Gold. Dann brauche ich hier bestimmt 8 Gold. Iron 2. Ja, und ein Eisen. Der ist voll. Dann machen wir das.